Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit der Ausbildungsskala im Bereich Anlehnung. Da gibt es die meisten Mythen zu in der Reiterei. Was ist denn Anlehnung eigentlich? Ist das Ergebnis des aktiven Hinterbeins über einen schwingenden Rücken in die Reiterhand hinein? Das Pferd sucht dabei die Anlehnung und der Reiter gestattet sie. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Das Pferd geht mit einem aktiven Hinterbein und einem lockeren Rücken und stößt sich dabei am Zügel und damit an der Reiterhand ab. So wäre es ideal. Jetzt hier ein Bild von einem sehr jungen Pferd. Auch die Stirnlinie ist hier auch in der Senkrechten, aber dennoch mutet es etwas eigenartig an, so wie er daherkommt. Warum das so ist, erkläre ich später. Schauen wir uns mal ein etwas gereifteres Pferd an. Hier aktives Hinterbein, schwingender Rücken. Das Pferd stößt sich sicher an der Reiterhand ab und steht relativ ruhig oben durchs Genick kurz vor der Senkrechten. Hier das Ganze nochmal im Galopp. Auch da kann man erkennen, aktives Hinterbein, sehr sicher durch den Körper gehendes Pferd, vorne oben an die Hand heran. Also ist die Anlehnung niemals das Ergebnis einer Hand, die pariert, die steht oder sonst was macht, sondern immer aus der Bewegung heraus. Hier das aktive Hinterbein, es führt zum Aufwölben des Rückens, dieser bringt dann den Widerriss nach oben und damit kommt das Pferd dann in die Anlehnung des Reiters hinein, hier beim Zügel aus der Hand kauen lassen. Das wäre auch eine ideale Anlehnung für ein etwas jüngeres Pferd in der Ausbildung. Wie ist denn das jetzt im Schritt? Der Schritt ist ja komplett schwunglos. Auch da muss das Pferd mit einem aktiven Hinterbein die Bewegung über den Rücken bis zur Hand durchgehen lassen. Das heißt, die Hinterhand, die Muskulatur des Rückens und die Anlehnung müssen miteinander korrespondieren. Das heißt, man kann nicht immer alleine nur dieses, ich setze mal in Gänsefüßchen, Kopf runter als Anlehnung bezeichnen. Schauen wir uns nochmal dieses Jungpferd an. Wenn ich euch erkläre, es ist gerade 4 Wochen unterm Sattel, ist es einfach die Position, die er einnimmt und hat noch nicht gelernt, aktiv unter den Schwerpunkt zu treten und dabei im Widerriss nachzugeben, weil er einfach noch nicht in Balance ist. Hier das Ganze einmal so ungefähr 6 Wochen später. Jetzt hat er gelernt, eben Widerriss nachzugeben, weil das Hinterbein aktiv unter den Schwerpunkt tritt. Und damit kommt auch der Kopf in die Senkrechte. Und das wäre auch die ideale Anlehnung für ein junges Pferd. Er muss nicht aufgerichtet laufen. Ich zeige euch dazu jetzt nochmal einen kurzen Ausschnitt aus der S1. Hier ein Pferd, was ganz sicher mit versammeltem Trab oben durchs Genick geht. Und schon erkennt man den Unterschied zu diesem jungen, noch nicht sicher ausbalancierten Pferd vom Foto gerade. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Könnt den Kanal auch abonnieren. Weitere Infos wie immer zu all meinen Videos unter www.hufschlag-blog.de. Schaut doch auch gerne meine weiteren Videos an. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns bald hier wiedersehen.